Vincent Asatru. Mach mal ASMR, Jessica. So, jetzt kurze Frage. Wird das ASMR ausgesprochen oder ASMR oder ASMR? Dieser Trend ist völlig an mir vorbeigezogen. Ich weiß, das ist, glaube ich, wenn Leute ganz leise in so ein Mikrofon sprechen und dann schlafen Leute davon ein oder irgendwie sowas. Könnt ihr gerne in die Kommentare mal runterposten, wenn ihr da mehr Erfahrung mit habt. Und ich frage mich, warum soll ich das machen? Ich bin da befordert mit. Get Shakta. Ach so. Ich lieb euch ja outer drag. Da saht ihr aber auch sehr cute aus. Ab da ging's dann erstmal bergab. Das ist schon wieder so eine Schminkgegnerin. Ich verstehe gar nicht, warum guckt ihr euch denn einen Drag-Channel an, wenn ihr Männer in Frauenkleidern und mit viel Make-up doof findet. Dann guckt euch doch irgendwie den Fitnesskanal von Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Bodyweight-Workout. Mach dich krass. Wie heißt der nochmal? Dieser komische. Ach, wie heißt der denn? Der von TAF. Daniel Aminati. Mach dich krass. Guck dir doch sowas an. Das ist ein richtiger Mann mit Muskeln und der verhält sich auch männlich. Und da wird auch nicht geschminkt. Mach dich krass. Takt. Hallo Takt. Du hattest mal ein Abo bei mir. Prittstift gehört auf Papier. Ach, es geht wieder um das Straßenschminken-Video. Sorry, habe keine Ahnung von diesem ganzen Kram. Ja gut, dann kommentier's doch auch nicht. Aber wie kann die Haut diese ganze Chemie aushalten? Lieber Takt, Travestie ist immer für die Haut eine absolute Tortur. Darum geht's ja bei Travestie. Wir schminken uns ja so stark. Wir müssen erst den Mann ja wegschminken und dann die Frau drüber. Und natürlich ist das nicht gut für die Haut. Und ich sprühe mir auch Haarspray zum Fixieren zum Schluss ins Gesicht. Mit Elnett, dem Haarspray des Stars. Und der Klebestift auf den Augenbrauen ist dafür da, damit man die Augenbrauen abdeckt und drüber schminken kann. Das ist natürlich alles irgendwie Chemie. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du Raucher bist oder ob du trinkst. Das ist, glaube ich, noch viel, viel mehr giftig, als wenn ich mir mal einen Kleber auf die Augenbrauen schmiere. Aber vielen Dank, dass du so an mich denkst und an meine Gesundheit. CY. So süß. Ausrufezeichen. Jurassica Parker antwortete und süß gestaltet. Und darauf antwortete CY, Jurassica Parker, aber nur die Winehouse nervt. Die Winehouse ist auch wahnsinnig anstrengend, aber man muss sie halt auch dann ertragen. Eine Mutter kann ja auch ihr Kind nicht einfach vor die Haustür setzen. Und die wird immer in meinen Videos auftauchen. Wir werden auch noch in 20 Jahren werden wir auch noch Videos zusammen machen, sollte es da noch Videoplattformen und Social Media geben. Man weiß ja nicht, wo sich das alles hinentwickelt. Ja. Ne? Die ganzen Verschwörungsleute reden ja sowieso schon von staatsgelenkten Fernsehen. Also wahrscheinlich wird irgendwann Social Media auch dann gekappt werden von Frau Merkel, wenn sie mal wieder Kinder auf dem Pergamon-Altar opfert. Der Florian sieht aus wie Katja Burkhardt durchgebumst. Süß. DLFI. Bei Aldi gibt es einen Mango Seco, der ist auf Eis auch super. Leider gibt es den nur in kleinen Flaschen. Ja, Gott sei Dank. Nehme den immer in einer kleinen Kühltasche für an den See oder Park. Stößchen. Lieber DLFI, Delphi. Ach, Delphi wahrscheinlich. Ach, das ist natürlich raffiniert. Ganz ehrlich, ich trinke gerne Sekt, aber der muss furztrocken sein. Diese ganzen Fruchtsekkos und halbtrocken oder vielleicht sogar mild und was es da alles gibt. Widerlich, das kann ich wirklich nicht trinken. Da muss ich mich leider stark übergeben. Was hab ich denn? Ach, Nukleopatra Art Pölk. Das war wieder eine gute Sendung. Besser als Full Frontal with Samantha Bee Sendung. Ist das irgendwas von RuPaul's Drag Race? Keine Ahnung. Du bist spitze und noch schlank. Vielen Dank, meine Liebe. Sehr stark schlank. Übrigens, dass sie lesbisch ist, das ist mir egal. Sieht auch gut aus. Man könnte sich gar nicht entscheiden, wen man morkeln möchte. Morkeln. Vereinzelt Mörs, Neuksch. Unangenehm Schmerzen von einer Wunde, einem Glied. Ableitung, die Morkelei.
Also was ich nicht verstehe, das ist ja wirklich, ich habe neulich gerade mit einem Freund drüber gesprochen, diese landläufige Stimmung oder diese landläufige Meinung über Lesben, dass sie halt hässliche Frauen sind. Ich finde das unerträglich. Ich verstehe gar nicht, wieso man überhaupt aufgrund einer Sexualität Aussehen so mit gleichsetzen muss und bewerten muss, warum man überhaupt Aussehen bewerten muss und warum Lesben in der Gesellschaft irgendwie immer so Nischenobjekt sind. Entweder sind es ja die Frauen mit den hochhackigen Schuhen, die es miteinander treiben und Männer wichsen dabei. Oder das andere Extrem, das sind angeblich hässliche Kurzhaarfrauen, die irgendwie in Jutesäcken rumlaufen und trommeln. Also ich verstehe es nicht. Hört doch mal bitte auf mit euren Scheißvorurteilen. Jeremy Alexander oder Jeremy Alexander, mach dir mehr Mühe bitte, es muss besser werden. Wann war denn das? Vor 4 Monaten. Ich weiß jetzt nicht, unter welchem Video das war. Ich gebe mir Mühe. Kai Zimmermann, die Parker leicht schwanger, Parker bitte mit A. Die Parker leicht schwanger in der Paillette, aber ein Highlight, danke. Schon wieder jemand, der sagt, ich bin schwanger, sag mal, habt ihr alle einen Arsch offen? Ach nochmal, Jeremy Alexander, leicht verspannt, aber nett, die Juraska. Hajo Benzel, Mooshammer in Staniol. Ach ja, das ist ein Kommentar zu Julian FM Stöckel, der in meiner Paillette war. Mooshammer in Staniol, mehr fällt mir dazu nicht ein. Diese Inhaltsleere und Banalitätssucht seinesgleichen separiert es, bevor es sich vermehrt. Das finde ich unmöglich. Diesen Spruch oder sowas tötet es, bevor es Eier legt, ist ja letztendlich das Gleiche. Hört auf, sowas zu sagen. Ich finde das sowas von menschenverachtend und widerlich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und hört auf, diese blöden Scheißkommentare zu posten und Leute runterzumachen. Was habt ihr denn davon, verdammt nochmal? Mann, ey. Bin schon wieder mit Schrank und Nerven fertig. Mr. Waubi, ich liebe Jurassica, aber Candy Crush, warum in Anführungszeichen, weiß ich nicht, kann ich mir echt nicht geben. So unsympathisch, das ist unglaublich. Schade, aber muss mir ja nicht gefallen. Das stimmt, Mr. Waubi. Und das Lustige ist, Candy Crush, die war in meiner Paillette, darum geht's. Und Candy Crush hat aber mit ihrem YouTube-Kanal Süßigkeitenunfall, hat sie drunter geschrieben, hasst die auch voll, so arrogant die Alte. Ich liebe Candy Crush. Hallo. Du sag mal, wenn dir das gefällt, was ich hier so im Internet verzapfe, dann kannst du mir gern ein paar Euros da lassen auf PayPal. Ich würde mich freuen und send dir einen Kuss. Zanshin64. Bin wieder da, ihr beiden, mit neuem Video. https://youtube.be/0lvhry gerader Trennstrich oder ein großes I oder ein L, ich weiß es nicht genau, E6JY. Vielen Dank. Das ist also ein Videolink. Ich guck mir mal den Kanal kurz an. Bin ich jetzt gespannt. Okay. Ah ja. Karate-Manne, bleib gesund, sei sachsam, wachsam, sei fit, stay healthy, be fit. Okay, Karate-Manne hat ein ganz neues Video vor 5 Monaten hochgeladen, neues Intro. Wollen wir uns das angucken? Sehr gerne. Meine. Vielen Dank. Thorsten Fanclub. Hashtag Zanshino64, der echte Manne. Also mein Freund, der Zanshin sieht aus wie du. Okay. Zanshin64. Grüße dich. Mein Troll meint, ich wäre du, da ich dir so ähnlich sehe. Nein. Habe auf meinem Kanal auch Rollencharakter von mir in meinem... Super, Intro. Vielleicht meint mein Troll deswegen, dass ich du bin. Naja, auf jeden Fall hat er dein Videomaterial benutzt. Hast da bestimmt zugestimmt. Nein. Lasse beste Grüße hier, der Manne. Vielen Dank, Manne.
Sunshine 64. Jetzt ist das Video wieder online. Der trollt mich. Grüße an euch beide. Der Manne. Welche beiden eigentlich? Ich bin doch nur eine Person. Sunshine 64. Er hat das Video jetzt auf privat gestellt. Melde mich, wenn es wieder öffentlich ist. Beste Grüße. Vielen Dank. Lieber Manne. Thorsten Fanclub. Ich gucke mir gerade mal seinen Kanal an. Der Troll vom Manne. Der hat einen Abonnenten, wahrscheinlich ist es Manne. Okay, YouTube ist halt wirklich ein Sammelbecken der Bekloppten, ganz ehrlich. Weiter geht's. Mega Riba, Mega Nivo. They are sick. Ausrufezeichen, 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 fehlt eine 1, Ausrufezeichen, 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 1, Ausrufezeichen, 1. Vielen Dank, Mega Riba, Mega Nivo. Ich bin manchmal tatsächlich krank. Corona wütet auch hier in Deutschland. Aber wahrscheinlich beziehst du das darauf, weil ich ein Mann in Frauenkleidern bin und deshalb krank bin. Dem ist nicht so. Informier dich doch einfach mal auf Wikipedia darüber, was Travestie ist und dass es keine Krankheit ist und dass Schwulsein auch keine Krankheit ist. Wir haben 2020, ich muss es doch immer noch wieder erklären. Michael Müller, ich verstehe überhaupt nicht, warum du so angefeindet wirst. Vielen Dank. Habe mir jetzt mehrere deiner Filme hier angeschaut und fand jedes auf seine Art sehr unterhaltsam und amüsant. Im Übrigen hat YouTube dich mir vorgeschlagen. Tolles YouTube. Alles Beste weiterhin für dich und Klausi. Viele Grüße aus der Schweiz. Lieber Michael Müller, das brauchte ich gerade. Vielen Dank. Ich liebe diese Nachricht. Die hat mich wieder aufgebaut und hat meine Seele gestreichelt. Dante Redgrave. Widerlich seid ihr. Michael Müller, kannst du nochmal zurückkommen? Das ist so furchtbar. Michael Müller, ach, da ist er schon wieder. Eure Talkshow fand ich wirklich super klasse. Ich habe mich sehr amüsiert. Danke, Michael. Zu Merkel habe ich jedoch Einwände. Merkel hat Deutschland destabilisiert, finanziell ruiniert, gespalten und das deutsche Volk verarmen lassen. Seit Merkel regiert, existieren Tafeln, Kinderarmut, Altersarmut und es gab noch nie so viele Obdachlose wie heute. Merkel ist durch ihre Asylantenpolitik verantwortlich für unendliche Vergewaltigungen, Morde und Körperverletzungen. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber ich will euch nicht die Laune vermiesen. Hast du schon, sorry. Im Übrigen ist das meine persönliche Meinung. Ach so, gut, dass du es nochmal sagst, lieber Michael. Viele Grüße und noch schöne Ostern aus St. Moritz, Schweiz. Okay, ich lasse das unkommentiert. Das ist zu politisch, da ist doch gleich hier wieder der Takt, das ist doch gleich wieder raus. Aber der hat mich ja eh schon deabonniert. Besiktas Karsi oder Charsi, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ich kann Türkisch leider nicht gut. Kiluminati Motherfuckers. No Future. Bar ist das ekelhaft. Screen Tracer. Du bist hässlich. Moruk. Ich verweise, wenn Leute mich schon beschimpfen, dann möchte ich bitte auch korrekte Rechtschreibung erwarten. Da kann doch keine Sau drauf reagieren. Verdammt, ey. Marco Decker. Schade um das CO2, das der Serverbetrieb erzeugt für solch Müll. Immerhin ist es intelligente Kritik, weil der Marco Decker weiß zumindest schon, dass die ganzen Serverfarmen, auf denen die ganzen Videos von YouTube gespeichert werden, ganz, ganz viel CO2 produzieren. Herzlichen Glückwunsch. Und der letzte Kommentar, das ist wirklich mein absolutes Highlight. Und zwar ist das ein Kommentar unter dem Paillettenvideo, wo meine gute Kollegin und Freundin Barbie Breakout zu Gast war und die hat über ihre HIV-Infektion gesprochen. Sophia Harper. Ich möchte ein Zeugnis darüber geben, wie ich vom HIV-Virus, heißt nur HI-Virus, weil das V ist schon die Abkürzung für Virus. Aber gut, wie ich vom HIV-Virus geheilt wurde. Vor ein paar Monaten hatte ich einige Symptome. Ich ging zum Arzt und sie machten viele Blutuntersuchungen. Später sagten sie mir, ich hätte HIV. Mein Arzt sagte mir, dass es keine Heilung für HIV gibt und ich fühlte mich schlecht. Ich ging online, natürlich, und suchte nach einer möglichen Heilung für das HIV-Virus. Ich sah einen Beitrag von Dr. Abhalla, einem Kräuterarzt, der jemanden mit HIV heilte. Ich kontaktierte ihn und erzählte ihm, wie ich mich fühlte. Er sagte, dass seine Kräutermedizin mich heilen kann. Er schickte mir die Medizin durch den Kurier und ich erhielt die Medizin einige Tage, nachdem er sie geschickt hatte. Sehr ausführlich.
nahm ich die Medizin wie von ihm verschrieben. Vor Abschluss der Medikation hörten die Symptome auf. Ich ging zum Arzt und machte eine weitere Blutuntersuchung. Überraschenderweise war ich negativ. Ich habe keine Symptome mehr gehabt. Ich bin vollständig geheilt. Sie können ihn auch dazu bringen, Ihnen zu helfen, wenn Sie diesen Virus haben. Er heilt auch Hepatitis B, Krebs. Amyotrophe Lateralsklerose, Genitalwarzen, Infektionen, einfacher Herpesvirus, Diabetes, Sterilität und Ulzers noch nie gehört, Sichelzellen und so weiter. Er hilft bei der Penisvergrößerung und hilft bei der Wiederherstellung ihrer zerbrochenen Beziehung. Kontaktieren Sie unter Dr. Apala Herbal Home @gmail.com oder WhatsApp +23 481 140 47176. Liebe Sophia Harper, ich hoffe, dass dein Account einfach nur gehackt wurde und das ist nicht von dir, weil ich finde, dein Vorschaubild sieht wahnsinnig sympathisch aus und du hast auch einen richtigen Namen angegeben und so. Gut, aber ich gehe jetzt gleich mal zu dem Dr. Apala, weil ich möchte nämlich ganz, ganz unbedingt meinen Penis vergrößern. Und das war es schon mit Jurassica Parker kommentiert Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein paar Euro dalassen via PayPal. Der Link wird gleich nochmal eingeblendet. paypal.me/Jurassica Parker. Und ansonsten abonniert mich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok und natürlich StudiVZ. Schön, dass ihr mit dabei wart. Seid lieb zueinander. Bis bald. Bye. Sharing is caring.